Hallo und willkommen zurück in der Klemmbaubude. Heute wollte ich euch eigentlich die BMW Isetta vorstellen von Blue Bricks. Allerdings fehlen mir da noch bedruckte Teile. Schon Wochen warte ich darauf. Und somit musste ich was zwischenschieben und das ist jetzt auch von Blue Bricks der Land Rover. Klassischer Geländewagen wird er genannt bei Blue Bricks, aber eindeutig als Land Rover zu erkennen, und zwar einer der Serie 2. Kann man ganz gut erkennen an den Scheinwerfern vorne, die eng beieinander liegen. Und das Modell finde ich absolut fantastisch gelungen. Vom Design, vom Aufbau, Teilequalität, hier stimmt alles. Also wenn man mal ganz entspannt ein Modell bauen will, kann ich den hier uneingeschränkt empfehlen. Keinerlei Probleme, hat Riesenspaß gemacht zu bauen. War leider viel zu schnell fertig. Ein paar Veränderungen habe ich vorgenommen. Eigentlich nur kleine Farbanpassungen gegenüber dem Original. Zwei Nummernschilder habe ich angebracht und ich habe die Ersatzreifen an die Reifen angepasst, die das Fahrzeug auch tatsächlich aufgezogen hat. Die meisten Änderungen habe ich an der Front vorgenommen. Und zwar habe ich die Scheinwerfer ersetzt. Das waren eigentlich zwei Round Tiles, 2x2, die einfach auf diese grüne, auf den grünen Stein aufgesetzt waren. Und ja, das sah unnatürlich aus, weil kein Scheinwerfer hat einen grünen Reflektor. So habe ich ein Chromteil dahinter gepackt und anstatt die 2x2 Rundfliese in Transclear zu verwenden, habe ich 2x2 Dishes verwendet in Transclear und die auf ein Chromteil gesetzt. Und somit haben wir einen verchromten Reflektor im Scheinwerfer. Kommt dem Original wesentlich näher. Dann habe ich mich dazu entschieden, die Stoßstange in Weiß anzubauen. Alternativ wäre Flat Silver noch gewesen. Das Light Blue Gray war mir zu hell und es sah mir einfach zu sehr nach ja, Light Blue Gray aus. Flat Silver habe ich die Teile nicht gehabt. Die Fliesen schon und die Ecken auch. Allerdings die Plates, die hier verbaut sind, die habe ich nicht in Flat Silver. Dann habe ich Bildrecherche betrieben und gesehen, dass es die Stoßstange auch lackiert gab für das Fahrzeug in Weiß. Und somit habe ich jetzt die weiße Stoßstange angebaut. Passt doch wunderschön zum Dach und zu den Felgen. Ja, dann habe ich vorne ein Nummernschild angebracht. Das hatte ich noch über, ich glaube, vom Fiat 500. Da waren Satz englische Nummernschilder dabei. Und ich habe die Spiegel, die vorne angebracht sind, die sind ebenfalls normalerweise Light Blue Gray, habe ich in Schwarz angebaut. Sehr oft sieht man die schwarz lackiert und einen Spiegel noch angebracht. Das ist ein verchromtes 1x1 Round Teil. Auf der Motorhaube ist ein Ersatzreifen angebracht. Der ist von Blue Bricks normalerweise ein wesentlich kleinerer Reifen. So auch wieder der Fiat 500 Reifen, der auf vielen Fahrzeugen von Blue Bricks verbaut ist, in dieser Stollenvariante. Die habe ich ersetzt mit Samtfelge. Und jetzt entspricht das Ersatzrad genau dem Rad, den das Fahrzeug auch aufgezogen hat. Das gleiche Ersatzrad habe ich hinten angebracht am Heck. Ist jetzt auch ein bisschen breiter als das, was von Blue Bricks geliefert wurde. Und ich habe am Heck angebracht noch ein Nummernschild. Das ist normalerweise tatsächlich so ein Motorradnummernschild, was da angebracht wurde am Originalfahrzeug. Somit sieht das alles sehr stimmig aus. Ja, noch eine Kleinigkeit, das Auspuffrohr habe ich noch um einen. Das ist normalerweise ein 1x1 Liftarm. Da habe ich jetzt so eine Konnektorhülse angebracht. Die guckt ein bisschen weiter raus und ist in Flat Silver gehalten. Und das letzte kleine Detail, was ich angepasst habe, ist der Tankstutzen. Der ist normalerweise schwarz und senkrecht angebracht. Und hier habe ich von Lego so einen abgewinkelten Einfüllstutzen verbaut, wie er zum Beispiel auch am Lego Pickup zu sehen ist. Eine Sache noch ist mir aufgefallen, beziehungsweise eingefallen, nachdem ich das Video fertig hatte. Ich habe die Blinker entfernt, die hier vorne im Kotflügel verbaut waren, weil die Serie 2 des Land Rovers hatte keine Blinker an der Seite. Das kam erst mit dem späteren Modell, das auch dann Defender hieß. Da gab es diese Blinker in der Seite. Deswegen habe ich die auf beiden Seiten ausgebaut. Ja,
und durch grüne Blades ersetzt. Eigentlich müssten hier vorne Blinker hin, hier und hier. Nur die müsste ich jetzt aufwendig bedrucken lassen und in diesem Fall habe ich jetzt mal verzichtet. Ansonsten noch ein Wort zur Qualität der Steine. Wie ich vorhin schon sagte, wunderbar. Klemmkraft fantastisch. Die Oberflächen besser als erwartet. Die Transclear-Elemente, die zwei großen, die waren nicht separat, die waren verpackt mit anderen Steinen und somit haben sie ein paar Kratzer erwischt. Allerdings die kleinen Elemente sind von tadelloser Qualität. Da war sogar eins noch zu viel dabei. Also in der Hecktür zum Beispiel sind drei Stück verbaut, die sind absolut kratzerfrei. Die waren auch separat verpackt. Ansonsten Funktionalität, ja, man kann die Türen aufmachen. Klappt wunderbar. Sieht man auch den Innenraum. Da sind Sitzbänke verbaut. Ganz wie im Originalfahrzeug auch. Dann die Seitentüren sind ganz normal zu öffnen. Ist ein Rechtslenker, ist ein britisches Fahrzeug. Hier ist das Lenkrad drin. Und an der Armatur habe ich noch zwei bedruckte Rundfliesen verbaut mit Anzeigen. In der Mitte kann man hier schwer erkennen. Ich glaube, von der anderen Seite sieht man es besser. Ja, da in der Mitte kann man es sehen. So, weiter kann man noch die Motorhaube öffnen. Und da sieht man dann den angedeuteten Motor. Da muss ich wieder sagen, Bluebricks Designer können wunderbar Motoren bauen. Also jedes Fahrzeug hat gefühlt einen anderen Motor eingebaut und die sehen alle fantastisch aus, als ob sie funktionieren würden fast. Wirklich toll. Also da ist kreativ richtig was geboten. Ja, das sollte auch schon gewesen sein zu dem Fahrzeug. Wie gesagt, an dem Modell muss man nichts großartig verändern. Das sieht top aus, wie es ist. Es gibt am ganzen Modell nur zwei Noppen zu sehen. Das sind die hier oben auf dem Dach. Hier und hier. Ansonsten alles glatt gefliest, abgerundet. Ein ganz prächtiges Modell. Also das ist wirklich sein Geld wert. Absolute Kaufempfehlung. Okay, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal die Isetta präsentieren kann. Da habe ich ein paar tolle Veränderungen dran vorgenommen. Unter anderem eine Frontscheibe an der Tür. Aber lasst euch überraschen. Okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß mit euren Bauvorhaben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.